Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 6. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind noch immer dabei, den Sound fertigzustellen, aber in dieser Staffel, kriegen wir es noch fertig. Nein, in dieser Folge werden wir den Sound definitiv fertigstellen. Das wird überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja jetzt schon fast alles an Holz zusammen. Heißt, wir können uns dann auch jetzt darum kümmern, hier mal eine Hütte aufzubauen. So nach und nach. Aber wir werden erstmal warten, dass hier die Dächer noch gebaut werden. Und hier unten das natürlich. Ne? Ist ja klar. Aber wir sehen schon, hier oben Raka und Sora, die sind ordentlich zugange. Das ist sehr schön. Hier werden wir auch mal direkt verwerten. Kenne es nämlich durch hier mit dem Thema. Der kann jetzt hier auch wieder die wertvolleren Sachen rausziehen. Schrott natürlich auch sehr gut. 186 mal Schrott haben wir. Da werden wir doch auch direkt mal hier ein bisschen was kopieren. Und nochmal einiges hier dazu setzen. Denn davon können wir nie genug haben. Die Insekten müssen festgehalten werden. Gucken wir mal. Wir werden natürlich hier auch hinter den Flammenwerfern werden wir einiges platzieren, damit die Insekten auch hinter den Flammenwerfern festgehalten werden. So, machen wir das mal so. Ich denke mal, das sollte einigermaßen passen. Haben wir ausreichend Schrott? Wir haben ausreichend Schrott, das ist sehr gut. Wird jetzt gleich auch fertig gebaut alles. Hier für die Symmetrie machen wir nochmal den hier, ne? Wobei, warte mal. Eins, zwei. So. Jetzt haben wir das hier auch so ein bisschen symmetrisch. Puppetrisch. So. Oder? Ja. Hätten wir hier drüben noch ein paar, ne? Naja, das kommt dann später. Das kommt dann später. Uns fehlt nur noch ganz wenig Holz. Ah, gucke mal. Endlich. Wir haben es endlich fertig. So, dann bin ich ja sehr gespannt, wie die Angriffe dann jetzt laufen. Wir haben zwei Flammenwerfer. Wir haben zusätzlich unseren Wall im Grunde genommen fertig. Im Grunde genommen. Also müssen die Angriffe jetzt eigentlich ganz gut laufen. Schauen wir doch einfach mal, was ist hier los? Ach so, warte mal, die hier. Die können wir natürlich durchaus bauen. Ist ja klar. Das wollen wir natürlich fertig machen, das ist klar. So, dann müssen wir mal gucken, wie es hier aussieht mit der Forschung. Mit der Forschung sind wir auch noch nicht so weit durch. Da müssen wir auf jeden Fall uns auch einmal die Fernreise freischalten. Das ist wichtig. Die setzen wir uns auch einfach mal... Okay, da kommt der nächste Angriff. Die Fernreise setzen wir uns aber trotzdem mal hier mit in die Liste rein. Nehmen wir die tatsächlich direkt als erstes mal. So, wir haben den nächsten Angriff. Das sieht soweit sehr unproblematisch aus. Ja, ein paar Käfer. Ja, überhaupt gar kein Problem. Das ist ja wohl mal richtig gut. Schön, schön, schön. Dann werden wir uns mal hier hinten reinpflanzen, würde ich sagen. Ja. Wir pflanzen uns dann hier hinten rein. Werden jetzt nochmal kurz ein bisschen schlafen lassen. Wie sieht es hier aus bei Raka? Mal eben schauen, ob wir dem einen oder anderen vielleicht noch was geben können, was er braucht oder sie. Hier fehlt hauptsächlich Entspannung. Han, du könntest dich einmal entspannen. So, dann, wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Jungs und Mädels jetzt hier nicht verhungern, ne? Erholung, sie schläft ja schon und Sora kann sich auch mal hier entspannen. Vivien geht's immer gut, ne? Die rennt aber auch nicht so viel rum. Die rennt eben auch nicht so viel rum. So, ja, dann muss ich Raka nochmal ein bisschen hier erholen, ein bisschen schlafen. Wir haben den Angriff von hier vorne, das ist ziemlich weit weg. Müssen eben nur zusehen, dass wir sie rechtzeitig hier vorne reinziehen, damit wir wieder von hier angegriffen werden, ne? Klassiker. So wie immer. So wie immer. Ja, im Grunde genommen können wir jetzt einfach ein bisschen warten, ne? Hier hinten ist jetzt noch immer nicht dicht, das ist aber nicht so wild. Weil sie sowieso von hier vorne angreifen sollen. Zumindest soweit alles richtig läuft. So, jetzt gehen sie einmal schlafen, einmal essen. Geschlafen haben sie jetzt ja gerade. Das ist auch gut. Sollen sich mal alle schön den Wanst vollschlagen. Ah, Han, der holt sich nochmal ein bisschen Stimmung ab hier. Das ist gut. So, okay.
Dann werden wir euch jetzt alle übernehmen und einmal hier hinten hinschicken. Können die Geschwindigkeit nochmal nach oben stellen. Dann hoffen wir doch einfach mal. Ja, da kommt auch schon der Angriff. Eigentlich müsste auch, wenn wir uns jetzt hier reinstellen, die ganze Meute hier dran vorbeilaufen und nicht hier durch. Wir können uns ja auch mal hier vorne hinstellen, dann gehen wir da auf Nummer sicher. Ja, wir sehen schon. Oh, nee, warte mal. Was macht ihr da? Warte mal, sind alle unsere... Ja doch, alle unsere Survivor sind hier vorne drin. Stellen wir sie mal hier draußen hin. Ja, jetzt haben sie hier sich umgedreht. Das sind auch Explosionskäfer, die sowieso ganz unproblematisch sind. Ich denke, wir können euch tatsächlich alle hier vorne stehen lassen, ne? Wir sollten nur nicht im Bereich des Flammenwerfers stehen, aber tun wir nicht. Kein Problem. So, da kommen sie angeschossen. Die werden jetzt hier eine wunderbare Kettenreaktion gleich auslösen. Die explodieren nämlich, die Jungs und Mädels. Und die können wir uns dann eventuell auch mal... Ja, also ein bisschen treffen solltet ihr schon. So, siehst du, wunderbar. Die können wir uns dann eventuell auch mal auseinandernehmen, damit wir mal ein bisschen Fleisch haben. Ist dann zwar nur Insektenfleisch, aber daraus können wir uns auch eine schöne, leckere Fleischsuppe machen. Roh sollte man es noch nicht essen. Aber Fleisch roh essen ist ja sowieso so eine Sache. So, da hinten kommt der ganze Rest, der ganze Kleinkram kommt. Wir können jetzt zum Beispiel auch einfach mal Sora sagen, sie soll mal hier... die Falle noch öffnen, beziehungsweise scharf stellen. Oh, Vorsicht. Ah, ne, er ist schon tot. Er ist gar nicht explodiert. Das ist aber neu. Sora kann hier einfach die Fallen ein bisschen scharf stellen. Einfach so, weil wir ja gerade eh nichts zu tun haben, während die Viecher hier ankommen. So, hier nochmal, da nochmal, oder hier nochmal. Hä, ist direkt gefangen gewesen. So, dann holen wir Sora jetzt mal wieder zurück. Stellen sie wieder hier hinten rein. Das sollte alles unproblematisch sein. Da kommen die dicken Viecher auch angeschlichen. Sind natürlich recht viele. Das ist natürlich jetzt so gerade das Problem. Der Kleinkram dürfte natürlich jetzt sehr viele Fallen auslösen, ne? Das ist immer so ein bisschen problematisch. Deswegen brauchen wir auch möglichst viele Fallen, weil das ist eben häufig auch so, dass die kleinen Viecher, die lösen dann sämtliche Fallen aus und die großen können fröhlich durchlaufen. So, da sehen wir die ersten Flammenwerfer im Einsatz. Den ersten Flammenwerfer. Das funktioniert auch soweit. Oha, das ist jetzt nicht so gut. Aber auch kein Problem. Läuft. Funktioniert, sie kommen nicht wirklich hier durch. Mann, oh Mann, das ist aber hier eine... Das ist eine Masse, ey. Ja, die werden schön alle weggekokelt. Unsere Survivor machen dann den Rest. Sehr gut. Ja, das lief doch jetzt. Ich würde sagen, das lief gut. Das hier hinten ist nicht so gut. Der hat sich hier rumgeschlichen. Ne? Wenn wir hier dicht machen, hat er einen weiteren Weg. Dann wäre das auch nicht wirklich passiert. Heißt, wir müssen jetzt einmal den... wen schicken wir denn mal hin? Egal. Ach, guck mal, da wird schon drauf geschossen. Ja, gut. So, dann können wir noch mal ein Stückchen weiter nach vorne gehen. Schießen wir euch noch mal weg. Dich auch noch. Und dann den letzten. Und schon ist das Thema durch. Das war einfach das Tier. Studieren wir uns direkt mal. Warte mal, ihr könnt mal alle einberufen aufheben. Kleine, aggressives, aufgeblähtes Insekt studieren. Und wer ist noch gut in der Intelligenz? Wer hat noch was im Kopf? Wer war es denn nochmal? Irgendjemand war doch... 0, 2, 3, 3, 2, 3. Vivian ist auch noch ganz gut. Dann studierst du mal bitte hier. Ihr studiert jetzt mal die Insekten. Möglichst schnell. Denn dann können wir uns die mal eben auseinandernehmen. Und dann hoffentlich auch das erste Mal ein Fleischsüppchen kochen. Wobei Sora zum Beispiel ja Vegetarierin ist, da müssen wir natürlich dann vorsichtig sein, dass Sora immer schön Gemüsesüppchen oder sowas zur Verfügung hat. So, die haben wir. Die werden wir jetzt auch alle auseinandernehmen hier, die menschenfressenden Gierschlunde. Und Rita kann das auch direkt einmal machen. So, Vivian ist auch noch da.
Zack, dann können wir hier auch einmal die Explosiven. Da einmal darauf achten, wie viel die Käfer und Viecher so bringen. Ne? Die hier bringen zum Beispiel 25, die hier bringen 40. Und man sollte sie nicht zu lange liegen lassen, weil wir sehen schon, nur noch 39 von 40. Je länger sie liegen, desto schneller sind sie hin. Desto weniger bekommen wir aus den Viechern heraus. Also immer nach Möglichkeit sofort schlachten. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich tatsächlich per Hand sofort zuweise. Damit hier nichts verkommt. Beziehungsweise möglichst wenig. Da haben wir auch schon 100, 200 Mal Insektenfleisch. Rita, du musst hier bitte noch einmal die Explosiven gerne mitnehmen. Danach kannst du einmal die Gierschlunde hier und danach die Gierschlunde hier. So, da wird auch direkt das Insektenfleisch abgeholt. Hä? Rita? Machen wir erstmal die. Kann jemand anderes tragen. So, dann haben wir jetzt jede Menge Fleisch. Das ist sehr gut. Dann können wir uns nämlich... Ups. Nicht genügend Stauraum. Ach so. Ja, wir haben jetzt natürlich hier ein Problem. Ne? Dann werden wir mal Folgendes machen. Wir werden mal hier rohes Essen reinschmeißen. Und den ganzen anderen Kram nehmen wir hier raus. So. Haben wir da ein bisschen mehr Platz. Und dann können wir hier... direkt mal die Fleischsuppe mit reinschmeißen. Und zwar bis... Ja, machen wir einfach auch bis 1, würde ich sagen. Ja. Genau so machen wir das. Und dann würde ich auch sagen, wir schmeißen mal den Buttermelonenkuchen, schmeißen wir mal nach vorne. Nur noch eine Gemüsesuppe auf Lager. Vivien, da musst du langsam mal wieder ran. Gut, aber du darfst von mir aus erstmal auspennen. Rita, schläft die auch schon? Ist die schon nach Hause gekommen? Die ist schon wieder hier. Wahnsinn. So. Na gut, dann sollte ja jetzt auch es drin sein, dass wir hier den Wall fertig bauen. Ist einfach ein dauerhafter. Es ist einfach ein Witz. Ne? Ist klar. Wäre natürlich schon lange fertig, wenn ich mich da wirklich drauf konzentrieren würde. Schlückchen Kaffee kann nicht schaden. Zumindest nicht kurzfristig. Rita muss erstmal wieder. Ja, Rita erntet erstmal wieder. Das ist gut. Und jetzt können wir hier bei Rita auch das Schneiden wieder auf 3 setzen. Dass sie sich fürs Anpflanzen wieder interessiert. Racker hat einen Nervenzusammenbruch, das ist okay. Natürlich haut er auf die Flammenwerfer, ne? Ist ja klar, wieso auch nicht? Wütend auf die Flammenwerfer zu sein, ist natürlich voll nachvollziehbar. Das sind die Dinger, die uns das Leben retten. Ist klar. Racker, kannst du das mal lassen? Sag mal, wirklich, er sucht sich wirklich die... Das ist doch nicht dein Ernst. Was für ein blöder Sack. Genau auf die Flammenwerfer. Was ist mit dir los? Muss echt mal ein bisschen runterkommen, ey. Nervenzusammenbruchsrisiko. Eins nach dem anderen. Jetzt hat er den Flammenwerfer wirklich komplett zerstört. Ich glaub's doch wohl nicht. Ich glaub's doch wohl nicht. Naja. So ist er nun mal, der Racker. So, dann gucken wir einmal, wo haben wir denn hier noch eventuell ein bisschen mehr Erz? Wir haben irgendwo, hatte ich doch noch ein bisschen Erz gesehen. Einfach mal drüber ziehen, mal gucken. Nee, Erz haben wir hier ganz offensichtlich nicht. Um die Ecke. Was ich eben jetzt auch ganz gerne machen möchte, ist Häuschen bauen. Ja? Müssen wir mal sehen, dass wir das irgendwie noch hinbekommen vor dem Winter, denn wir sehen den ersten Schnee. Und der muss natürlich nicht unbedingt die ganze Zeit aufs Köpfchen rieseln. So, hier wird soweit alles fertig gebaut, wenn ich das richtig sehe. Getrocknetes Rauchblatt haben wir jetzt. Jetzt können wir nämlich auch uns eine schöne hier Pfeife anfertigen. Und das werden wir auch machen. Genau, immer dann, wenn nichts anderes zu tun ist. Vivien tut und macht hier, das ist gut. Und jetzt fängt sie direkt hier an, die ersten Rauchblattpfeifen herzustellen.
Da auch immer wieder lustig, dass die immer, die rauchen immer die gesamte Pfeife weg. Nicht nur das Rauchblatt, sondern tatsächlich die Pfeife mit. So, jetzt haben wir auch die Rauchblattpfeife, sprich im Schnitt sollte es ihnen allen jetzt auch ein bisschen besser gehen. Dart haben wir jetzt auch, wunderbar, jetzt können sie sich endlich ein bisschen erholen. Jetzt haben sie endlich ein bisschen Freizeit. Jetzt müssen wir nur noch für kürzere Wege sorgen. Wir haben unseren Wall fertig, ich glaub's aber wohl nicht. Jetzt müssen wir nur noch für kürzere Wege sorgen und dann haben wir im Grunde genommen auch kein Problem mehr. Nein, wir haben kein Problem mehr. Niemals. So, wir werden mal Folgendes machen. Wir werden jetzt hier erstmal den Zaun werden wir erstmal so lassen, wie er ist. Und werden hier erstmal alles fertig bauen. Und dann werden wir jetzt gleich auch, hier müssen wir mal gucken, ne? Zerstört. Natürlich ganz gut, wenn wir das Ding noch irgendwie... Grenzwert erreicht. 10 auf Lager. Was fehlt denn da? Fehlt uns Sprit? Oder was fehlt uns? Uns fehlt... Nee, Sprit haben wir eigentlich genug. Die Metalllegierungen müssen nur noch hierher gebracht werden. Okay. Kein Thema. Kein Thema. Dann macht das erstmal. Baut er erstmal fertig. Dann sammeln wir uns wieder ein bisschen Dung zusammen. Und dann beginnen wir jetzt hier in dieser Folge noch mit dem ersten Spatenstich. Wir machen den ersten Spatenstich. Wir beginnen nicht nur mit dem ersten Spatenstich, sondern wir machen den ersten Spatenstich in unserer... von unserem Häuschen. Nicht genügend Stauraum für Nahrung höchstwahrscheinlich, ne? Was anderes kann es eigentlich gar nicht sein. Nee, kann auch nicht sein. Ach so, natürlich für gekochte Mahlzeiten. Hier, warte mal. So. Machen wir das einmal so. Und dann werden wir hier auch noch einmal rohes Essen reinsetzen. So, wir haben jetzt eine gekochte Mahlzeit mehr. Wir haben jetzt die Fleischsuppe hier drin. Also müssen wir natürlich hier ein bisschen mehr Platz haben. Das ist ja klar. Das ist ja klar. So, was haben wir hier? 4, es passt. Ja, 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 ja. Ja, können wir alles so machen. Das ist gut. So, Vivian tut und macht, das ist auch gut. Hier, Fernreise wird auch geforscht. Okay. Gut, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier fertig gebaut kriegen. Genau, einmal den Flammenwerfer, wunderbar. Und dann würde ich tatsächlich hier mal anfangen, das Häuschen zu bauen. Wir werden mal das hier jetzt erstmal noch hier stehen lassen. So für den Notfall. Ich glaube, das können wir ganz gut gebrauchen. Racker flitzt los. Holt sich Holz, wie es aussieht. Verlorene Ernte. Oh, der erste Schnee liegt jetzt mittlerweile sogar schon. Wir können natürlich hier noch mehr Statuen aufbauen. Lassen wir jetzt erstmal, wie gesagt, jetzt geht es uns erstmal hier um unsere Basis. Ich habe da so ein kleines Layout immer wieder aufgrund von Schlafzimmergröße. Denn jeder einzelne Survivor benötigt ein einzelnes Schlafzimmer nach hinten raus. Damit sie einfach am zufriedensten sind. Die müssen ganz alleine schlafen, es sei denn, sie sind verheiratet. Dann sollten sie nebeneinander schlafen, ansonsten jeder ein eigenes Schlafzimmer. Da ist es wichtig, dass man eine passende Größe ihnen schenkt. Je größer das Schlafzimmer, desto mehr Bonuspunkte gibt es, was die Zufriedenheit angeht. Maximale Bonuspunkte sind 18 und die gibt es bei 20 Kacheln insgesamt. Ich nutze da immer ganz gerne 4x5. Heißt... Oh, müssen wir mal gucken, wie wir das hier jetzt... Ui. Hier ist natürlich... Da müssen wir auf jeden Fall an der höchsten Stelle anfangen. Nach Möglichkeit. Vielleicht mal noch ein bisschen höher. Vielleicht machen wir das so. Weil ich möchte ganz gerne... eine recht lange Baracke bauen. Ah, vielleicht sollten wir da aber doch... auf 2-3 Baracken umsteigen. Müssen wir mal gucken, vielleicht... Ja, wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Schauen wir mal, wie wir das machen. Wir fangen einfach mal hier hinten an. In etwa. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir brauchen einmal 4x5, hatte ich gesagt. Ne? Das ist dann ein Schlafzimmer. Und zwar machen wir hier 4x5. Wird einem ja auch immer wunderbar angezeigt. Wir haben jetzt 7x5. 6x5 ist auch falsch. 6x4 ist natürlich auch falsch. Moment mal, ich muss mal von oben ein bisschen gucken. Das ist natürlich ein bisschen einfacher. So, 5x4. So.
4x5, 5x4 ist ja vollkommen egal. 5x4 haben wir jetzt hier. Und ich achte jetzt auch gerade darauf, dass ich nach Möglichkeit nicht allzu weit weg vom, nicht allzu nah am Zaun baue. Das ist vielleicht doch ein bisschen hoch, ne? Das müssen wir aber wohl machen. Schauen wir mal. Notsignal. An der Absturzstelle wurde vor kurzem ein automatisches Notsignal mit großer Reichweite ausgesendet. Es könnte von einem Rettungsschiff oder dem Flugschreiber eines Schiffes stammen. Ja, das ist eine der ersten Expeditionen, die wir theoretisch machen könnten. Wir haben nämlich hier jetzt den Heißluftballon freigeschaltet, den wir uns natürlich auch möglichst bald bauen sollten. Machen wir aber nicht jetzt. Und in diesem Modus, soweit ich weiß, kann man in diesem Modus auch keine weiteren Survivor, also keine weiteren Überlebenden finden auf diesen Missionen. Normalerweise sind die Missionen sehr wichtig, aber in diesem Modus relativ egal. So, wir waren ja hier jetzt beim Häuschen bauen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein Schlafzimmer. Das werden wir jetzt erstmal nicht als Schlafzimmer nutzen, sondern einfach für alles Mögliche. Aber ich versuche eben schon von Anfang an da die entsprechenden Maße einzuhalten. Ich mache das ganz gerne, dass wir dann hier auf dieser Seite haben wir einmal 5x4, da bauen wir ein paar Schlafzimmer nebeneinander. Dann haben wir einen Dreierflur dazwischen und auf der anderen Seite dann wieder 5x4. Ne? Ganz simpel, ganz, ja gut, effizient würde ich es jetzt vielleicht auch nicht nennen, aber ganz einfach. Hier haben wir dann nochmal 3, das ist der Flur. Ich mache immer einen Dreierflur, weil dann kann man links und rechts an die Wände theoretisch auch noch ein paar Sachen stellen. 3 plus 5 ist 8, ne? Heißt, das hier wäre dann die Größe. Dann hätten wir hier einmal grundsätzlich schon mal ein bisschen Platz. Wir werden jetzt allerdings natürlich noch ein bisschen vergrößern. Das ist klar. Und zwar hier in diese Richtung. Wir setzen jetzt hier nochmal 5x4, beziehungsweise in dem Fall 13x4. So. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz. So für den Anfang. Müssen dann mal sehen, wie weit wir in diese Richtung gehen und wie weit wir in diese Richtung gehen. Jetzt brauchen wir natürlich noch Wände und ein Dächlein. Die werden wir uns auch direkt mal reinziehen. Wir haben hier, das ist glaube ich, wer im Early Access schon gekauft hat, der hat auch diese Bretter hier, diese Holzbretter. Die haben keinen Unterschied zu den Baumaterialien, zum Baumaterial Holz. Nur die Stütze ist, soweit ich weiß, besser. Hier haben wir eine starke Stütze, hier haben wir eine durchschnittliche Stütze. Aber was die Wärmedämmung angeht und so weiter und so fort, macht das keinen Unterschied. Wir bauen also, einfach um es mal gemacht zu haben, aus Brettern die Außenwand. Nee, aber andersrum. Muss man auch immer darauf achten, es gibt zwei unterschiedliche Texturen. Nach außen und nach innen, je nach Baumaterial. In dem Fall sollten wir also im Uhrzeigersinn rumgehen, dann haben wir nämlich diese Stützen, diese Balken senkrecht nach oben haben wir dann innen und die glatte Fläche außen. So. Wieso das jetzt direkt lila ist, weiß ich allerdings nicht. Materiallieferung 100%. Das ist sehr seltsam. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist seltsam. Man weiß es nicht. Wir werden auch mal Folgendes machen. Ich werde mal gucken, dass wir hier noch einen weiteren Flur durchziehen und zwar so quer. Nicht quer, sondern... Ach, guck mal, hier geht's schon nicht mehr. Das ist schon zu hoch. Ah, das habe ich mir fast gedacht, dass hier das Gefälle zu groß ist. Dann machen wir das auf der anderen Seite und dann gucken wir mal, wie weit wir dann hier kommen. 1, 2, 3. Zack, schauen wir mal, wie weit wir dann hier noch in die Richtung bauen können. Ja, und dann werden wir nämlich hier an der Seite, an diesem Ort, werden wir einmal die Türen hinbauen, unsere ersten Außentüren. Warte, das müssen wir jetzt wieder in die andere Richtung machen. So. Zack. So, wunderbar. Und dann können wir hier eine schöne Tür hinsetzen. Natürlich brauchen wir dann hier einmal noch eine Außenwand. So. Hier setzen wir eine Tür rein. Tür aus Brettern. Inklusive Treppe. Dann kommen wir nämlich hier auch schön direkt nach oben. Wieso das alles jetzt hier lila ist, weiß ich allerdings nicht. Weil die Materiallieferung ist definitiv noch nicht da. Wir haben nicht genug Material. Vielleicht liegt es daran. So.
Und auf dieser Seite können wir auch nochmal eine Tür einbauen. Da hat jeder so sein eigenes Layout. Ich habe mir mittlerweile dieses hier angewöhnt. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Zumindest nicht unbedingt effizient, aber wenn ich so ein bisschen Platz effizient bauen möchte, dann geht es meistens in diese Richtung. Hier werden wir auch nochmal eine Tür einbauen in die Mitte. Die Mitte müsste ja exakt hier sein, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Dann haben wir hier schon mal einen Flur. Hier kommt dann natürlich auch ein Flur hin, das ist klar. Wir können allerdings jetzt erstmal das gesamte Gebäude so lassen, wie es ist. Wir lassen einfach mal die Grundfläche so offen. Und werden jetzt aber nochmal ein wenig Holz sammeln. Da brauchen wir natürlich noch eine Menge von. Große umgefallene. Die sollen wir alles mitnehmen hier. Die Freunde der Sonne. Und dann setzen wir jetzt hier noch einmal ein Dach drüber. Aus Brettern auch, würde ich sagen. Und wir werden mal Folgendes tun. Wir werden zwei Dächer bauen. Nee, geht nicht, ne? Wir werden mal drei Dächer bauen. Wir bauen mal 5 mal 5. So, dann haben wir hier einmal. Das wäre dann einmal der eine Bereich. So, 5 mal 11. Ist das richtig, 11? 4, 8, ja, ist richtig. So, 6 mal 5 mal 11. So. Dann das gleiche nochmal. Lass uns das Dach mal anzeigen. Kopieren. Einmal auf der Seite noch. Ebenfalls 5 mal 11. Zack. Weil das Haus soll ja in diese Richtung noch weitergebaut werden. Also müssen wir dann die Orientierung auch der Dächer auch so wählen. Also entweder das Haus wird noch hier, also es wird mit Sicherheit noch hier weitergebaut. Vielleicht bauen wir aber auch hier noch ein kleines weiteres Häuschen. Schauen wir mal. Wie gesagt, kurze Wege sind das A und O. Sprich, wir dürfen auch nicht zu groß bauen. Oder ein Häuschen hier, ein Häuschen hier hinten wäre eigentlich ein bisschen sinnlos. So. Dann haben wir schon mal den Blueprint für unser erstes Häuschen gebaut, was wir dann später eben auch sehr gut umbauen können zu einzelnen Schlafzimmern und so weiter und so fort. Deswegen eben diese Maße. Falls ihr es noch nicht verstanden habt, es wird sich noch nach und nach erklären. Ich hoffe zumindest, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein. Ich danke euch für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns in der nächsten Folge Stranded Alien Dawn, Staffel 6. Bis dann. Tschüssi.